Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video, bei dem ich euch heute das neue Samsung Galaxy S5 zeigen werde. Das momentan wohl am meist gehypte Smartphone. Es ist ja immer ein bisschen so, im Frühling ist Samsung-Zeit, da stellt Samsung sein neues Flaggschiff vor und im Herbst ist dann Apple jeweils dran mit dem iPhone. Jetzt ist also Samsung-Zeit, das Galaxy S5 kommt diesen Freitag in den Handel. Ich habe seit 3 Tagen und es ist definitiv Zeit, mal ein Video davon zu drehen und wir werden natürlich das Gerät hier auch noch mit seinem Vorgänger, mit dem Galaxy S4 vergleichen. Wir werden vielleicht mal noch kurz gucken, wie sich denn vom Galaxy Note unterscheidet und ganz generell schauen wir uns das Gerät mal zusammen an. So, vielleicht zuerst die Verpackung. Das ist diese umweltfreundliche Verpackung, die da Samsung ja mit dem Galaxy Note 3 eingeführt hat letztes Jahr. Oder war es schon mit dem S4? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall nichts Besonderes grundsätzlich. Was ist da drin? Das übliche Headset. Na, mal gucken hier. Also da Manual, das nie jemand liest. Ladegerät, Headset. Gar nicht schlecht, so ein In-Ear-Headset. Und dann, das ist etwas merkwürdig, hier ein ganz normales Micro-USB-Ladekabel. Warum ist das merkwürdig? Das ist insofern etwas merkwürdig, weil das Galaxy S5 eigentlich, wenn wir das hier unten mal anschauen, hat das eigentlich einen Micro-USB 3.0-Anschluss. So, das ist jetzt natürlich der Demo-Effekt, ging vorher immer ganz leicht. Ja, auf dieser Seite muss man dran ziehen. Dann ist es offen und ihr seht hier unten, seht ihr das da? Das ist dieser Micro-USB 3.0-Port, der eigentlich mit einem entsprechenden Kabel viel schnellere Übertragungsraten ermöglicht als mit Micro-USB 2.0. Ist aber auch kompatibel, aber wie gesagt, Samsung hätte da gerne auch ein USB 3-Kabel beilegen können. Beim Galaxy Note übrigens, welches den gleichen Anschluss hat, das war das erste Mal, dass dieser Anschluss eingeführt wurde, beim Galaxy Note 3 hat Samsung noch ein solches Kabel beigelegt. Anyway, egal, niemand wird das Gerät wegen dem Kabel kaufen. Ja, ihr seht hier grundsätzlich, vielleicht schauen wir uns mal zuerst die technischen Daten an, da hilft uns dann die Verpackung wieder, steht ja hinten drauf. Also, wir haben natürlich den Snapdragon, den ganz neuen S801 mit 2,5 GHz Quad-Core-Prozessor ist der da getaktet. Wird in Asien auch Octa-Core, also 8-Core-Prozessoren mit dem Samsung-eigenen Exynos geben. Die kommen aber bei uns nicht nach Europa. Wir haben eine 16-Megapixel Backkamera, das ist diese Kamera mit dem super ultraschnellen Ultrafokus, wie das gesagt wird. Dann haben wir vorne eine 2 Megapixel Frontfacing Kamera. Wir haben natürlich GPS und so weiter. Wir haben 2 GB RAM und das hier ist das 16 GB Modell. Gibt es auch noch in 32 GB Ausführung, aber natürlich, man kann auch noch eine Micro SIM Karte reinpappen. Und dann, was haben wir sonst noch Spezielles? Vielleicht LTE natürlich, Cat 4, das heißt 150 Megabit down und 50 up, wenn das euer Provider erlaubt. Und in meinen Augen etwas das vom Besten, der 2800 mAh Akku, der dafür besorgt ist, dass das Teil wirklich richtig lange Akkulaufzeit hat. Und dann natürlich nach IP67 zertifiziert. Was heißt das? Das heißt, das Samsung Galaxy S5 ist wasserdicht. Und das muss ich sagen, ist auch ein ganz, ganz cooles Feature. Dieses Gerät kann man gut und gerne mal ins Wasser schmeißen und da eine halbe Stunde liegen lassen. Man braucht keine Angst haben, wenn es regnet. Man braucht keine Angst haben, wenn die Kinder zum Beispiel irgendwas drüber schütten, weil das Teil ist wirklich wasserdicht. Das ist ja nichts in dem Sinn Neues. Zum Beispiel hier, das Sony Xperia Z1 ist ja auch wasserdicht. Aber im Unterschied zum Z1 kann man halt eben beim Samsung hier die Batterie austauschen. Also ihr seht, ich kann hier, wie man sich das gewöhnt ist, kann da dran reißen. Und dann kann ich das machen. Ich kann diesen großen, ihr seht, das ist wirklich ein Riesenakku. Ich kann den großen Akku wechseln. Ich kann hier die Micro SD-Karte reintun. Und drunter ist die Micro SIM-Karte. Und der einzige Unterschied, den wir eigentlich sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal so ein Galaxy S4 vom letzten Jahr aufmachen, das hat ja auch so eine Plastikrückseite. Klabraber. Ihr seht hier, das ist diese biegsame Plastikrückseite. Was ist hier anders? Es ist immer noch genau die gleiche biegsame Plastikrückseite, aber ihr seht hier noch so eine zusätzliche Isolationsschicht aus Gummi. Die soll dafür sorgen, oder die wird dafür sorgen, oder was Quatsch, die sorgt dafür, dass da eben kein Wasser eindringen kann.
Und das muss ich sagen, ist schon eine coole Leistung von Samsung, dass sie das geschafft haben, das Teil wasserdicht zu machen. Hier oben der Klinkenanschluss für den Kopfhörer, für die Kopfhörer und Mikrofonbuchse, das Headset, der ist an und für sich wasserdicht gemacht. Und da unten haben wir haben es vorhin ja schon gesehen, haben wir halt eben diesen Port, diesen Ladeport, den Micro USB 3.0 Port, der ist dann mit einer kleinen Klappe abgedeckt, um das auch wasserdicht zu machen. So, also clevere Lösung von Samsung, das haben sie wirklich gut gemacht. Wenn wir das hier anschalten, seht ihr gleich mal, das ist dieser 5.1 Super AMOLED Screen, Full HD Auflösung. Zum Glück nur in Anführungszeichen Full HD und nicht irgendwas anderes. Im Vorfeld gab es ja Berichte, das sei dann ein höher auflösendes, ein 2K-Display. Würde aber nichts bringen und würde vor allem wahnsinnig viel Akku fressen. Und ihr seht auch gleich hier, das erste Feature, was ich euch zeige, das Gerät hier ist jetzt gesperrt mit meinem Daumen. Das heißt, ich kann hier drüber fahren und dann zack, kommt erkannt und dann ist es entsperrt, so wie wir das eigentlich auch beim iPhone machen können. Also hier im Home-Button ist ist das integriert, dein Fingerabdruckscanner. Vielleicht, wenn wir das mal kurz vergleichen, wir haben hier das iPhone 5S, das hat ja das auch, das hat es hier im Home-Button ebenfalls. Der Unterschied ist einfach der, beim Samsung müsst ihr, wie das auch bei manchen Laptops der Fall ist, ihr müsst hier von oben nach unten so drüber streichen. Ihr könnt es nicht einfach drauflegen, sondern ihr müsst, seht ihr, über alles streichen kommt dann. Ihr müsst das so machen und dann zack, wuff, ist es entsperrt. Funktioniert in meinen ersten Tests jetzt, wie gesagt, ich habe es 4 Tage, ganz hervorragend. Und hier beim iPhone, ja, da muss man nicht drüber streichen, da muss man es halt irgendwie einfach drauflegen. Da legt man es drauf und dann, zack, wird es entsperrt. Der Vorteil hier beim iPhone ist natürlich, man kann es eigentlich einhändig machen. Man kann es in jeder Position machen, so, ich kann es so haben, zack, drauf und dann entsperren. Wohingegen beim Galaxy ist es einhändig ein bisschen schwierig, weil es relativ groß ist und da muss ich das so machen. Und wenn es da nicht gerade ist, seht ihr, kommt dann nach unten streichen, also mache ich es am besten mit 2 Händen. Zack, und dann funktioniert es auch tadellos. Also eigentlich eine gute Lösung, auch gut gemacht von Samsung. Eben, wie gesagt, einziger Unterschied, es ist einhändig nicht wirklich praktikabel, weil man es nicht einfach drauflegen kann, sondern weil man es streichen muss. Aber das ist nicht so schlimm. Ich finde das Feature an und für sich ganz praktisch. So, vielleicht noch, wenn wir die beiden mal vergleichen hier. Ich muss das wieder zupappen. So, vielleicht können wir mal noch kurz, was wir auch noch machen können. Wir können die Teile mal booten. Dann seht ihr nämlich diese neue Boot-Sequenz hier. So, jetzt war es keine Übereinstimmung, aber ihr seht, im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich ganz tadellos. Ich schalte das mal aus. So, wir legen die jetzt mal kurz nebeneinander. Das soll kein Speedtest sein, sondern ich möchte euch nur zeigen, dieses neue, Google hat ja eingeführt, dass die Gerätehersteller jetzt müssen, die müssen ja Powered by Android anzeigen. Und das war ja früher nicht der Fall. Wir sehen das jetzt. Wir starten hier mal das Note 3. Wir starten hier das Galaxy S4 vom letzten Jahr. Und dann starten wir auf dieser Seite hier noch das Galaxy S5 in der Mitte. Und ihr seht hier, Powered by Android. Das muss hier draufstehen. Das ist jetzt quasi Pflicht von Google. Samsung hat das gleich mal umgesetzt. So, das hier lässt sich noch ein bisschen Zeit. Und dann booten die da alle mal hoch. Da könnt ihr gleich mal die unterschiedlichen Boot-Animationen sehen. Da hat sich Samsung ein bisschen Mühe gegeben. Kommen da so ein bisschen Farben und so eine Art Sterne hoch, bis das Teil dann auf ist. Aber ihr seht, geht eigentlich ganz schnell. Ich habe es ja viel später gestartet als das Note 3. Ist aber trotzdem schon ready. Und das S4, das habe ich sowieso viel zu spät gedrückt. Das kam dann erst. So, mal kurz meinen SIM-Pin eingeben. Klar, muss auch sein. So, und dann eben, wie gesagt, streichen wir einmal hier drüber und dann passiert vielleicht was. So, komm. Zack, erkannt. Also ihr seht, das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Hat bei mir immer gut funktioniert. Beim Neustart wird er mich noch darauf hinweisen, dass ich ja vorhin die Batterieabdeckung abgenommen habe. Also soll ich gut gucken, dass es alles schön zu ist. Klar, wenn das nicht richtig drauf ist, dann ist das Galaxy S5 dann auch nicht mehr wasserdicht. So, gut, was haben wir da drauf? Wir haben Android 4.4.2 KitKat drauf, was ja inzwischen auch fürs Galaxy S4 zu haben ist. Das ist übrigens hier auch drauf. Wir können das vielleicht mal schnell vergleichen. Machen wir mal hier so. Und ihr seht da schon mal, wenn wir das vielleicht vergleichen, die beiden hier, dann seht ihr diese neue Benachrichtigungsleiste hier beim Galaxy. Seht ihr hier oben, haben wir diese neuen Quick Settings. So, komm. Na. Wie gesagt, einhändig ist nicht so eine Sache bei so einem großen Gerät. So, dann könnt ihr hier durchswipen. Seht ihr das da? Habt ihr da all diese schönen neuen Quick Settings und hier dann die Einstellungen und die sehen ziemlich anders aus. Wenn wir das gleiche hier machen, dann stellt ihr fest, hier hatten wir beim Galaxy S4 und übrigens auch beim Note natürlich, hatten wir ja noch die Möglichkeit, wir hatten hier diese Unterteilung in 4
Verbindungen, mein Geräte, Konten und Optionen und dann hier drunter diese zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. Beim Galaxy S5 ist das ein bisschen anders gelöst. Ihr seht, ihr habt hier eigentlich einen ganz, ganz langen, so eine Scroll-Down-Liste mit diesen sehr schönen neuen Icons, die gefallen mir sehr gut, diese runden, flachen Icons. Aber es ist nicht mehr ganz so übersichtlich. Man muss das dann halt scrollen. Man kann natürlich so ein Teil zumachen, also man kann so einzelne Einstellungen runterklappen und dann hat man nur noch die hier. Aber letztendlich, wenn man nicht so genau weiß, dann scrollt man halt sich zuerst mal einen Wolf. Dafür ist es einfach, man hat dann wirklich alles gesehen. Wenn ich jetzt hier durchscrolle, bin ich bei jeder Einstellungsmöglichkeit vorbeigekommen. Wohingegen früher beim alten UI von Samsung musste ich das dann halt so machen, dass ich quasi wissen musste, ist es jetzt hier die Einstellung, die ich suche? Nee, wahrscheinlich nicht. Gehe ich mal auf mein Gerät. Ist sie da irgendwo? Nee, auch nicht. Konten. Da musste ich hier oben hin und her schalten. Also letztendlich, es ist halt so, wir können extrem viel einstellen. Das ist auch beim Galaxy S5 nicht anders geworden, natürlich. Aber ich finde, das ganze Look and Feel dieser Einstellungsmöglichkeiten ist ganz hervorragend gelöst. Ihr seht hier zum Beispiel den Fingerscanner, da könnt ihr natürlich einstellen, welcher Finger wie, wo, was funktioniert und was der dann alles machen soll. So, wir gehen mal wieder raus. Vielleicht ganz grundsätzlich Speed, kein Thema, ist super, super schnell. Das Teil reagiert jederzeit extrem schnell. Zack, Google Plus geht auf. Wenn ihr hier nach links swipet, habt ihr diese Flipboard-ähnliche, das nennt sich ja My Magazine, das sie hier eingebaut haben. Also quasi der linke Homescreen ganz links bietet mir hier so eine Möglichkeit, so ein bisschen mir verschiedene, ja, ich kann da hier verschiedene, wenn wir da auf Einstellungen gehen, ich kann mir da halt verschiedene Informationen anzeigen lassen. Ganz ehrlich gesagt, das ist für mich so ein bisschen, ich kann da zu wenig machen, das ist für mich zu wenig einstellbar. Ich habe dann lieber Flipboard, wo ich mir wirklich dann ganz genau einstellen kann, welche Quellen, die ich lesen möchte und so. Und das funktioniert dann auch besser. Ihr seht, wie gesagt, funktioniert alles super, super schnell, also kein Thema. Das Gerät ist rasend schnell. Dann haben wir natürlich die Kamera. Großes Thema, vorausgesetzt ich treffe es hier unten, zack. So, die Kamera 16 Megapixel mit einem extra schnellen, ultraschnellen Autofokus ausgestattet. Also wenn ich da drücke, dann kann ich ganz schnell fokussieren, ich kann ganz schnell Fotos machen. Und natürlich, wie wir das ja schon kennen, auch hier hat man sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Hier mal so die wichtigsten, ihr seht, schönes Porträt, Shot and Me und so weiter. Also das kennen wir ja zum Teil schon von früher, Dualkamera. Das ist dieses Feature, wo ich gleichzeitig hinten und vorne, also ihr seht, jetzt hier bin ich da am Aufnehmen und da kann ich das frei bewegen irgendwo und kann dann hinten noch ein Foto machen, zack. So, und dann kann ich den Modus auch wieder wechseln, zum Beispiel, wenn ich das jetzt wieder machen möchte, hier auf Automatisch-Modus. Man kann natürlich auch noch ganz viel einstellen, wenn man das machen möchte. Ihr seht, da gibt es schon mal einiges, was ihr da einstellen. Serienbilder, Bildstabilisierung, Gesichtserkennung und so weiter. ISO, wie er das Ganze machen soll, wo er sich quasi die Informationen fürs Bild herholt. Die konnte die Videoauflösung einstellen, Videostabilisierung, Effekte und so weiter und so weiter. Und hier ist eben das HDR. Und was hier neu ist, dass ihr, wenn ihr HDR aktiviert habt, dann seht ihr quasi gleich in der Vorschau, wie das aussehen wird. Das ist ganz neu, das war bisher nie so. Auch beim iPhone nicht oder bei anderen. Wenn ihr HDR einstellt, habt ihr ein Foto gemacht. Danach hat es kurz geraffelt, manchmal eine Sekunde, manchmal weniger. Und danach seht ihr das Bild, weil das Bild ja letztendlich eine Zusammenrechnung eines überbelichteten, eines unterbelichteten und eines normal belichteten Fotos ist. Hier beim Samsung Galaxy S5 könnt ihr das jetzt so machen, dass ihr da quasi in der Vorschau schon seht, wie er das HDR-Bild dann rechnen wird. Das geht natürlich vor allem drum, weil er eben so viel Prozessor-Power hat. So, jetzt hat sich die Kamera da mal kurz verabschiedet. Weil er so viel Prozessor-Power hat und das quasi einfach in Realtime für euch rechnen kann. Ist natürlich eine coole Sache. Da seht ihr vorher schon, bevor ihr das Foto schießt, wie es denn dann aussehen soll. Ja, okay. Dann haben wir natürlich die ganzen Fitness-Apps. Ich gehe mal da ein bisschen rüber. Das ganze S-Health, das wurde natürlich massiv aufgewertet. Ihr seht, ich bin heute nicht wirklich viel gelaufen, beziehungsweise nicht mit dem Teil hier. Aber ihr habt zum Beispiel die Herzfrequenz, die ihr messen könnt. Und dafür habt ihr hier auf der Rückseite diesen Sensor. Wir machen das jetzt mal. Wir gucken mal, ob es funktioniert. Das ist ein Teil, das nicht so gut. So, Finger auf den Sensor legen. Ich mache das jetzt. Ich lege den mal hier drauf. Ihr seht, so, der ist da drauf. Ich drehe das Smartphone wieder um. Bleiben Sie ruhig und leise, heißt es dann. Leise bleibe ich natürlich nicht, wenn ich ein Video aufnehme. Aber ruhig, ich versuche es. Und er ist jetzt da hinten irgendwie am Messen. Und wenn wir Glück haben, sie sagen, okay, jetzt hat es nicht geklappt. Darum ist es rot geworden. Also ich bin entweder zu wenig ruhig oder zu wenig leise. So, mache jetzt mal so. Also ihr seht, es ist nicht so ganz einfach, wenn man dazu noch irgendwo auf die Tasten drückt. So, wir probieren es nochmal, ob er es jetzt schafft.
Also ihr seht, im Unterschied zum Fingerabdruckscanner hier vorne, der wirklich ganz hervorragend funktioniert. So, jetzt habe ich mich da selbst rauskatapultiert, weil ich nämlich hier drauf gedrückt habe. Offensichtlich mache ich es nicht gut genug, Fingerspitze hier drauf. Also das ist etwas, das ist gar nicht so einfach. Ich bin wahrscheinlich zu zappelig, ist mir aufgefallen jetzt im Rumspielen. Und darum klappt es relativ häufig nicht, wohingegen der Fingerabdruckscanner bei mir ganz hervorragend funktioniert und eigentlich immer korrekt das macht. So, naja, also jetzt sagt er mir nochmal, wie ich es machen muss. Vielleicht sollte ich mal die Bedienungsanleitung lesen. Jetzt machen wir es mal so, ich halte den einfach hier drauf. Dann warten wir einfach eine Weile, ohne dass ich das Gerät jetzt irgendwie umdrehe. So, 3, 2, 1, länger habe ich keine Lust. Hat nicht geklappt. Okay, ihr seht, also kann funktionieren. In Barcelona, als ich das Gerät schon in der Hand hatte, hat es relativ gut funktioniert. Heute Abend will es nicht. Anyway, einfach, dass ihr wisst, man könnte das tun. Und dann habt ihr hier natürlich noch verschiedene andere Dinge, die ihr machen könnt. Ihr könnt auch euer Essen zum Beispiel. Könnt ihr genau tracken, was habt ihr denn wann gegessen, wie ist das Ziel. Das berechnet er dann anhand eurer Bewegung, anhand eures Gewichts und so weiter. Also ihr seht, da kann man natürlich sich komplett drin verweilen. Es gibt auch noch mehr Apps, die ihr dann da versucht zu laden, die rundherum um dieses S-Health funktionieren. Will be later on. Also im Moment gibt es da noch keine, aber das kommt dann sicher noch. Der Schrittzähler, der ist eingebaut. Wie ja bei den meisten heutigen Smartphones, bei den modernen, gibt es noch irgendeinen Chip, der das Ganze noch mitzählt. Und dann haben wir hier den Hauptbildschirm, der mir so ein bisschen Überblick über meine heutigen Aktivitäten gibt. Sprich, ich habe gar nichts gemacht. Er meint aber auch, ich hätte nichts gegessen. Von dem her kein Problem. Yo! Also, ihr seht, das Samsung Galaxy S5 ist ein schönes Gerät, vielleicht zum Design. Samsung wurde ja ziemlich kritisiert, wieder nur Plastik, hieß es, als es in Barcelona vor ein paar Wochen vorgestellt wurde. Aber ich kann euch versichern, das Gerät hier sieht deutlich hochwertiger aus als zum Beispiel das Galaxy S4. Das wird man im Video wahrscheinlich nicht so ganz gut sehen. Das sieht man auch auf Fotos recht schlecht. Aber wenn man es dann in der Hand hält, wenn man es hier anfasst, diese texturierte Oberfläche hier hinten, dann stellt man fest, das Ganze liegt irgendwie besser in der Hand. Es rutscht weniger als das Galaxy S4. Und vor allem, wenn wir es da hinten, da sieht man es am besten eigentlich, hier, das war halt schon dieses Hochglanzplastik, das wirkt nicht so wahnsinnig edel. Wohingegen dieses Plastik ist zwar immer noch Plastik, aber durch diese Riffelung wirkt es ein bisschen edler. Ich persönlich finde das dunkle Modell, das schwarze zum Beispiel, sogar noch ein bisschen edler als das weiße, das ich hier bekommen habe. Aber auch das ist ein sehr schönes Gerät. Und ihr seht hier auf der Seite, das ist ja schon wie beim Galaxy Note 3 eigentlich, hat man diesen Alu-Rahmen, der ist natürlich nur Plaste, aber er sieht aus wie Alu und das ist eigentlich ganz schick, finde ich schöner, als jetzt hier zum Beispiel beim Galaxy S4, wo man da einfach so einen, tja, einfach so einen ganz normalen Plastikrahmen rumrum hat. Hier hat man auch einen Plastikrahmen, aber sieht halt schöner aus. Wenn wir die Geräte anmachen vielleicht noch, ihr seht hier, also ist ja jetzt gesperrt, aber ich kann natürlich trotzdem gleich in die Kamera rein. Wenn ich das möchte, kann ich gleich die Kamera starten. Das ist so ein Feature von KitKat, von Android 4.4.2. Oder eben dann, ich entsperre es, zack, und dann bin ich auch wieder drin. Also vom Design her, das Gerät ist edel, liegt sehr gut in der Hand, ist nicht so ein kompletter Plastikbomber, auch wenn es aus Plastik ist, aber es sieht nicht so aus. Sieht schick aus, die Kamera funktioniert hervorragend und das Beste ist eigentlich die Akkulaufzeit. Ich habe es, wie gesagt, jetzt seit knapp 4 Tagen, habe sehr viel damit gespielt, hatte es immer bei mir und kam wirklich auf locker 1,5 bis 2 Tage Akkulaufzeit, beziehungsweise sagen wir mal, einen ganzen Tag war überhaupt kein Problem und ich habe es extrem viel gebraucht und das ist eigentlich nicht selbstverständlich. Die meisten anderen Smartphones, dieses hier oder vor allem auch das Note, das kriege ich also schneller leer. Das liegt unter anderem daran, dass das Galaxy S5 verschiedene Energiespareinstellungen hat und wenn es mal ganz knäppe wird, ihr seid unterwegs und merkt, oh scheiße, jetzt muss ich aber doch noch 3 Stunden Zug fahren und zumindest telefonisch erreichbar sein, dann gibt es hier diesen neuen Ultra Energy Sparmodus. Ihr klickt den an, dann fragt er, er sagt zum Beispiel jetzt mit 32% Akkulaufzeit, Quatsch, mit 32% Akkuladung würde er noch 4 Tage halten. Ich mache das jetzt mal und jetzt seht ihr, was passiert. Dieser Ultra-Energiesparmodus wird jetzt aktiviert. Tadam. Und dann wird das Telefon, tja, wie soll man sagen, zu einer Art Dumpphone. Nämlich, es werden einfach nur noch die wichtigsten Apps hier, die ganzen Hintergrundaktivitäten werden deaktiviert. GPS, Wireless LAN Scanner, LTE und so weiter. Und natürlich vor allem das ganze ständige Gucken, ob eine E-Mail gekommen ist, ob ihr einen Tweet bekommen habt und so weiter. Das wird alles deaktiviert. Ihr könnt hier noch andere Apps euch bereitlegen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, Ultra Safe, Power Mode, hin oder her, ich brauche Google Plus. Und ich brauche auch Twitter, weil ich halt einfach Twitter brauche. Und ja, was wollen wir denn noch? Diktiergerät wahrscheinlich nicht, zum Beispiel auf Facebook. So, jetzt habt ihr hier eure wichtigsten Apps. Ihr könnt die auch starten.
Ihr könnt da einfach drauf tappen und dann startet das Ganze. Und ihr seht dann aber, so, ihr seht jetzt hier, Standort deines Gerätes ist deaktiviert. Klar, das merkt dann Twitter gleich, weil nämlich das GPS deaktiviert ist. Ich kann das jetzt aber hier brauchen. Ihr seht, das funktioniert. Einfach, das Display ist schwarz-weiß bzw. auf Graustufe und braucht dadurch massiv viel, viel weniger Strom. Das ist beim Super AMOLED-Display, wie das das Galaxy S5 ja hat, noch viel besser, weil das braucht noch viel weniger Strom als ein normales LCD-Display. Und ihr seht auch, er schaltet sehr, sehr schnell schon mal das Display ab. Also da sind wir letztendlich immer in diesem Mode. Ihr seht, wenn ich hier die Home-Taste drücke, komme ich zurück in diesen Ultra-Energiesparmodus. Ich komme nicht zurück in meinen normalen Homescreen. Ich bin dann wirklich hier und komme damit eigentlich noch recht lange. Und wenn ich das deaktivieren, man kann hier auch noch Einstellungen machen, kann ich mal gucken. Also da seid ihr dann in den normalen bzw. in den wichtigsten Einstellungen drin. Seht ihr, Standorte deaktiviert, so wie es sein muss. Also das ist schon wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn es mal knapp wird, den macht man natürlich nicht bei 32% Akku ein, sondern den macht man vielleicht bei 5% ein. Aber dann kann man sicher sein, dass man nochmal einen Tag durchhält oder zumindest die nächsten paar Stunden. Also wie gesagt, super Sache. Wenn ihr den hier oben deaktiviert, dann schaltet das Galaxy S5 dann gleich wieder in den normalen Modus. Ihr seht, da oben geht gleich Bluetooth an und auch die ganzen anderen Icons werden jetzt dann zurückkommen. Und dann sind wir wieder voll da, seht ihr. Also schaltet jetzt zurück, WLAN und so weiter, wird alles wieder aktiviert. Und das dauert eine Weile, weil er jetzt wirklich die ganzen Module zuerst hochfahren muss wieder. Zack, so, und jetzt sind wir wieder da in voller Schönheit. Aber ihr habt es mal gesehen, also es funktioniert wirklich gut. Ja. Etwas, was noch ganz witzig ist, da oben, das war ein Widget, das war schon drauf, als ich es quasi installiert habe. Das ist so ein Warndienst, ich glaube, der ist von Google. Da werdet ihr darauf hingewiesen, auf irgendwelche Wetterkatastrophen. Das können Stürme sein, das kann ein Erdbeben sein. Gestern zum Beispiel gab es da in der Nähe von Turin, zwischen Turin und Grenoble, ein kleines Erdbeben. Ist natürlich nichts passiert, wir haben es, glaube ich, auch in den Medien nicht gelesen. Aber er sagt es euch, so weit entfernt. Gibt euch auch Tipps, wenn was wäre. Und vor allem, ihr könnt, wenn jetzt in einem gröberen Wetterproblem wärt, irgendwie in ein Erdbeben, ein großes, und ihr seid gerade da, dann könnt ihr hier auch noch irgendwo, könnt ihr quasi euch verbinden lassen. Man kann da wichtige Kontakte verwalten und dann könnt ihr quasi mit einem Klick gleich jemanden anrufen und dann werden Daten geschickt, wo ihr seid und so. Ist vielleicht für Japan bzw. Korea wahrscheinlich eher angebracht und spannender als für uns, aber okay. Ist ganz witzig, ich habe es nur gesehen, weil hier war nämlich das Widget aktiviert. Geowarnungen nennt sich das Ganze. Ja, ansonsten habt ihr natürlich 1000 Einstellungsmöglichkeiten. Ihr habt hier verschiedene Widgets, die schon drauf sind. Ihr könnt Hintergrundbilder und so weiter. Schieß mich tot. Ich gehe hier mal drauf. So, wir können hier auf die Widgets. Und dann, je nachdem, was ihr natürlich installiert habt, ich habe jetzt schon eine ganze Ecke Programme installiert, seht ihr, habt ihr da entsprechend ganz viele Widgets. Vielleicht noch schnell die Programme, einfach, dass ihr seht, das ist alles super zackig. Das funktioniert wirklich wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut. Also Speed, Performance, klar, die es wirklich interessiert, das machen wir noch kurz. Benchmark, Antutu, habe ich einen laufen lassen. Der kam, glaube ich, auf, muss gleich nachschauen, da, 35.365, das ist doch ein toller Wert. Ich habe nichts getweakt, ich habe das Smartphone einfach hochgefahren mit allen Hintergrunddiensten und dann den Benchmark laufen lassen. Wenn wir das Ganze im Quadrant anschauen, da habe ich, ja, müssen wir noch mal kurz, nee, Moment, das können wir doch irgendwo nachgucken. Results Browser. Nee, Quatsch. Ich dachte jetzt eigentlich, er hätte das gespeichert. Na, machen wir es doch schnell, ist ja egal. Dauert ja nicht lange, lassen wir den schnell durchlaufen. Und dann seht ihr, auf wie viel er im Quadrant kommt. Wie gesagt, 2,5 GHz Snapdragon Quad-Core Prozessor S801 ist im Moment der beste SoC, den es eigentlich gibt. Ist wirklich ein ganz klasse Prozessor und der sorgt dafür, zusammen mit der Adreno 320er, abgesehen davon, dass Twitter jetzt abstürzt, aber das ist ja wurscht, sorgt er natürlich dafür mit der GPU, mit der Grafikkarte, die da eingebaut ist, dass ihr wirklich jede Menge Speed habt. Also um Speed müsst ihr euch definitiv keine Sorgen machen. Das läuft super zuppig und das läuft super schnell. Ja, was kann man noch sagen? Wie gesagt, wasserdicht, schöne Feature wie Fingerabdruckscanner. Naja, der Herzsensor hier, der Pulsmesser, den finde ich ehrlich gesagt eher Mist. Aber okay, ja, hier, Your Device 20.424 hat jetzt diesmal erreicht. Ich war auch schon auf 223.000. Also ihr seht, da habt ihr wirklich genug Speed. Da müsst ihr euch keinerlei Sorgen machen drum, um dieses Teil. So, ja, das war mal mein kurzes Hands-on vom Galaxy S5. Ist für mich im Moment eines der klar besten Smartphones, Android-Smartphones, keine Frage. Also ich glaube im Moment, müssen wir uns nichts vormachen, im Moment geht es darum,
willst du dieses Gerät oder willst du das HTC One M8? Das M8 ist natürlich ein bisschen schöner. Habe ich übrigens auch da, können wir noch kurz gucken, da gibt es dann auch noch gleich ein Video dazu. Ist natürlich auch ein sehr schönes Gerät, aber das Galaxy S5 hat dem One schon noch ein paar Features über, zum Beispiel eben dieser Fingerabdruckscanner. Dann ist es wasserdicht, das ist für mich ein ganz, ganz, ganz cooles Feature. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen, ich kann es mal liegen lassen. Ich kann es mal im Regen benutzen, also das finde ich eins der Killer-Feature dieses Gerätes. Hat eine wahnsinnig lange Akkulaufzeit dank dem 2800 mAh Akku und natürlich auch dank den Einstellungen, die man jetzt machen kann. Eine super Kamera, das vor allem. Es gibt da noch ein eigenes Vergleichsvideo zwischen dem S5 und dem M8, also dem HTC One M8, diesen beiden Top-Smartphones dieses Frühlings. Und ich kann euch aber jetzt schon sagen, die Kamera vom Galaxy S5 ist eine ganz andere Liga als vom HTC One. Also wenn ihr viele Fotos schießen wollt, dann ist das definitiv euer Gerät. Neuestes Android drauf, super schnell. Also wie gesagt, ein ganz, ganz tolles Gerät. Gefällt mir auch sehr gut und ist im Moment sicher eines der besten, wenn nicht das beste Android-Smartphone. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Jean-Claude Frick für eifrig.ch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.